Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spin Tires im Multiplayer. Heute ganz neu mit dabei Lukas. Ding Dong, Hallöchen. Den habe ich über den Livestream kennengelernt und er hat einfach mal gesagt, Mensch, damit du nicht alleine zocken musst, komme ich mal mit. Wir haben uns auf die Map, wie heißt jetzt, Flussüberquerung, genau, haben wir uns hier eingeschossen. Haben wir noch ein bisschen was aufzudecken. Ihr wolltet ja ein bisschen Spin Tires sehen, deswegen sehen wir zu, dass wir euch ein bisschen was zeigen können heute Abend. Voll. Was denn? Nix, schon gut, mach weiter. Wir werden das alles in einem Rutsch aufnehmen, weil man kann Multiplayer nicht speichern. Also wenn ihr dazu irgendwelche Kommentare habt, schreibt sie natürlich gerne. Ich werde sie euch beantworten, aber ich werde es nicht in dieser Session umsetzen können. Von daher, ja, Ziel, Werkstatt. Also wir müssen eigentlich rüber über den Fluss. So oder so. Ja, wir müssen jetzt erstmal beim Kraftstoff vorbei. Zu dem Typ B30 und dann hinten zu der hintersten Werkstatt die Verdeckung erstmal aufschalten und dann können also mit dem Typ B30 denke ich, müssen wir dann zurück zur Werkstatt erstmal und müssen Werkstattpunkte holen für die andere Werkstatt. Von der hinteren Werkstatt können wir dann erst da oben hin. Das heißt, das ist, wie sie hin und her fahren. Genau so ist das. Jetzt wollte ich nur wissen, warum steht bei mir Differentialsperre always? Das ist mir jetzt neu. Echt? Ja, warte mal, ich gehe mal zu dem Jeep. Bei mir ist Allrad aus. Ja, ja stimmt, ist always. Ja, dann ist das ein permanent Allrad. Warte mal, bei dem ist es always da. Bei dem Jeep ist es jetzt anders. Dann rocken wir mal los hier, oder? Ja, ich fahre mit dem. Ja, ich auch. Ich habe mich hier nämlich schon mal mit dem Jeep abgekämpft, das war ganz schön grausam. Ja, mit dem ist es besser. Mit dem blauen war es noch schlimmer, der davor dabei war. Ja. Müssen wir erstmal den Typ B30 freischalten und ich setze mich dann zurück und hole dann erstmal Werkstatt auf Liga. Ja. Also Werkstattpunkte freischalten. Ja, dann fahre ich mit dem weiter, um dich dann quasi irgendwo eventuell rausziehen und zu reparieren. Der B30 ist nämlich, glaube ich, diese kleine blaue Mistkern. Alter, ist schon wieder laut. Kann ich das mal machen? Ich hab's echt richtig leise gedreht. Ich hab auch eigentlich schon recht leise. Ich will mal vorne weg. Jetzt ist es besser. Nee. Da setzen wir schon mal die Markierung. Naja, den werden wir wohl nicht verpassen, wenn er direkt an der Hauptstraße steht. Ja, ich mache da trotzdem mal so. Aber es ist ja ein Unterschied. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt 1080p. Also einen großen 24 Zoll Monitor. Und es ist grafisch ein himmelweiter Unterschied. Ja, ich habe Full HD nämlich schon. Ich habe auch 24 Zoll Full HD. Was ist denn daran noch mehr? Das ist, glaube ich, 1140 mal 1900 schießt mich tot. Warte. Echt? Ich habe Auflösung 1000. Ja. 1080p, 1920 mal 1080. Ja, das ist 1080p. Ja, Full HD quasi, genau. Das ist ja, und ein kleines HD ist dann 780p. Also 1080p ist schon Full HD. Jo. So. Also mit dem wirst du dich, glaube ich, nicht zurückporten. Ja, doch, natürlich. Den muss ich jetzt nehmen. Echt? Ja, den muss ich jetzt, den setze ich mir, den schalte ich jetzt frei. Den muss ich jetzt mich bis dahin den Quill mit dem großen Dreiecksaufleger. Der kann den nämlich aufnehmen. Das heißt, du musst wahrscheinlich dich auch nochmal teleportieren, beziehungsweise jetzt da warten können, weil du müsst mich schon wahrscheinlich nach den ersten 3 Metern an den Haken nehmen müssen. Ja, da gehe ich auch von aus. Stell dein Auto auf meine Seite, nicht, dass du dich hier gleich gegenseitig so, warte mal, jetzt kann ich blockierst. Moment. Moment, zuerst den setze ich. Ne, den da lasse ich stehen. Räder mit Kettern. Ladefläche. Sattelkupplung. Ja, weil du den jetzt hier mitten im Weg stehen hast. Nicht, dass du dich gleich selbst blockierst. Oder? Den Fall. Wo ist er denn jetzt? Nein. Ich fahr mal wieder zurück. Was habe ich jetzt eigentlich hier mit? Habe ich hier Werkstatt? Reparaturkosten. Reparaturding habe ich mit. Okay.
Jojo, ist aber echt grafikkartenlastig, sehe ich gerade. Alles klar, du musst den, du kannst du, nee, du musst ihn auch nehmen. Sehe ich gerade. Kriegst du nur einen Punkt mit, oder? Ich kann nur 2 Punkte mitnehmen und wir brauchen 4. Du musst ja, also, du kannst nämlich, ich kann nämlich nur den Drehschirm hinten dranhängen. Ich kann keinen Auflieger ziehen. Okay. Nehmen jetzt noch ein Mehrzweckanbauteil und wir müssen dann beide jeweils einen Drehschirm ziehen. Das heißt, du musst auch mit dem, du musst dich auch mit dem Blauen zurücksetzen, lass den anderen da am besten stehen. Ja, habe ich auch schon. War schon mal ein Stück vorweg. Ach so, ja. Er kann nämlich nur Differentialsperre ansteuern, genau. Das ist es. So. Retten wollen wir uns. Jetzt habe ich Mehrzweckanbauteil genommen. Mehrzweckanbauteil. Ja. Lade erstmal abbauen. Utility-Karten nicht. Ich glaube, Garage Card ist das, glaube ich. Ach so. Ja, sind 2 Werkstattpunkte hinten dran. genau. Den musst du annehmen, dann hast du einen Drehschirm hinten dran hängen. Und dann Mehrzweckanbauteile. Genau, ja. Da kommen wir ja nie mit an. Wissen wir wohl. Wird die So. Differentialsperre schon mal vorsichtshalber permanent anmachen. Ja. Das wird ja eine Rockerei, Alter. Wir werden elendig versinken. Ja, aber wir werden irgendwann auch den Vierachser freischalten. Den muss dann halt irgendeiner sich dann als mit Werkzeug an Bord halt ziehen dann nur noch, weil über den Fluss, da gibt es nämlich auch nur eine schmale Stelle, wo du nicht versinkst durch den Fluss durch. Ja. Denn er hat mir nämlich mich schon 3 Freunde hier in einem Abend verquält und wir sind alle 3 im Fluss versunken. Echt? Wäre auch eine Idee, erstmal rüber zu fahren, den Vierachser freizuschalten und dann. Ja, mit dem hier ganz vergessen. Also wir können es versuchen, aber ich würde ja trotzdem erstmal ganz hochfahren und die Garage freischalten. Danach können wir immer noch mit dem Typ B oder mit dem anderen, den wir da haben, versuchen rüberzukommen. Wir können erstmal freischalten. Das ist natürlich ein guter Plan, ja. Volldampf. Mit denen kommen wir niemals rüber. Doch, ich ja, genau. Geht noch der andere. Ja. Wir ballern hier durchs Gelände. Unser Auftrag ist es, nochmal drauf zurückzukommen. Wir haben hier 2 Ziele, 8 Lieferungen. Genau, also 8 Punkte. Und hier oben ist die Holzausgabe. Und rechts und unten sind die Ziele. Ja, also insgesamt 16 Tonnen kann man so quasi sagen, Ja, Holz müssen wir liefern. genau. Ich glaube, wenn wir standardmäßig nehmen, also quasi den Dreiachser mit Kranaufbau und kleinem, also kurz mittellangen Stämmen quasi, kriegt man, glaube ich, vier Stammpunkte mit. Oha. Genau. Gib Dampf, gib Dampf, gib Dampf, nicht stehen bleiben hier drin. Wollte ich Als mal umsteigen, oder? du darfst halt nur nicht stehen bleiben. Wenn du immer hier drin bist. Sobald du davon in den Marsch kommst, musst du durchfahren. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. So, wo ich jetzt kannst du Gas geben. So, nur hole ich dich mit dem anderen jetzt zu mir. Bin ich ja schon so weit, dass ich den anderen nehmen kann. Weil das Positive ist, wenn wir da mal die oben die Werkstatt freigeschaltet haben, dann ist es nicht mehr ganz so weit zum Fluss, weil dann musst du nicht jedes Mal dich ganz zurück hier hinten zur Werkstatt teleportieren. Deswegen Das ist das muss jetzt. gar nicht teleportieren. Ja, dann, wenn du irgendwann keinen Sprit mehr hast. Boah, jetzt werden die Räder eingeklappt und er wird geschwommen. Stimmt. Ja, Sarah kann auch noch mitzukommen. Achso, geht ja jetzt nicht mehr. Nee. Aber hat die überhaupt Spinterjas? Nein. Oh, nicht. Die hat kein Spinteis. Ich mich dann quasi auch um die ganzen Mods kümmern, die wir dann brauchen. Server. Aber erstmal muss Stefan sein Okay geben. Ja, vorher haben wir keine Bekanntgabe. Ganz entspannt.
Können wir hier in der ersten Folge können wir nochmal bekannt geben, dass jetzt Samstag hier nochmal am 14. Livestream ist, ja, mit ETS. Ab 21 Uhr. Lol. Hängst du fest? Ja, mit dem Vorderrad. Mit dem rechten Vorderrad im Schlamm kurz mal. Echt jetzt? Warte. Hier wollte ich. So was Bescheuertes. Da, jetzt geht's. Ja. Ah, freigebuddelt. Weißt du, wie bei der Bundeswehr. Einfach immer nur am Gast bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Das habe ich schon auch schon im Gelände gelernt. Ich war auch mal bei der Bundeswehr. Da musste ich Gott sei Dank nicht mehr hin. Biwak war auch immer cool. Biwak heißt ja auch Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. Mein Vater war immer, war auch bei der Bundeswehr, der ist LKW gefahren. Aber... Oha. Du versinkst da irgendwie gerade. Hier musst du Gas geben, weil jetzt wird's schlammig. Das wird jetzt echt mies hier. Und hier musst du Taktik ist hin und her legen, dann kommst du vorwärts. Aber auch nur, wenn gar nichts mehr geht. Wenn noch was geht, als Gas geben und versuchen, Lenkung gerade zu halten. Sollte ich überholen? Ja, versuch's mal aus. Das ist vielleicht eine sinnvolle, gute Idee. So zwei Wege dann. Weiß mal, wo man hinten lang fahren musste, wenn der eine absinkt. Ja. Oh, jetzt geht's. Auf Balldampf. Ja, worauf ich hinaus wollte, genau, der hat dann diesen, der hat Munition geliefert und so weiter. Oh. Zu den Übungsplätzen, beziehungsweise ja, raus zu den Übungsplätzen wieder rein. Oh, hier ist ein Tank, ey. Aber meistens mit dem Dreiachser-Cut, nicht mit dem Vierachser. Wobei mit dem Vierachser ist er einmal gefahren und dabei nicht der seinen verschulden, also war er Beifahrer, haben sich gerade gelegt. Na, das wird wohl nix. Ja, hängst du fest? Ah. Nee. Ich hab mich frei gebuddelt. Junge, Junge, Junge. Ich fahr nochmal schnell tanken. Ich hab noch 180 Liter. Schick noch bis auf. Ach ja. 43 Liter getankt. Das ist auch so blöd, dass man hier nicht nachtjoinen kann. Das wäre cool. Du kannst nachjoinen. Kann man nachjoinen? Wusste ich ja, nicht. Fängst halt nur an und hast die Aufdeckung nicht. Das soweit ich das weiß. Also kannst du jetzt immer noch Leute hinzufügen, quasi. Ja. Ja. Okay. Interessant. Kannst auch, wenn du möchtest, das streamen. Ja, aber das weiß ich. Bei Steam, dass du streamen kannst, das weiß ich, aber. Ja, wenn du möchtest, das. Also. Achso, nee, naja. Nee. Leute, hört mal, lass mal aus. Weil ich dich fast eingeholt habe, wo ich noch tanken war, ey. Ich hab ja gewartet. Ja, genau. Ich bin ja stehen geblieben. Ja, war ja auch so. Weißt du, musst ja eh hinter mir her. Weißt ja nicht, wo lang. Ja, genau. Oh je, oh je. Also wir haben alle Maps schon einmal durchgespielt. Wir müssen hier links rum. Warum? Oder, ach so, du willst rechts zur Werkstatt hin. Ich will geradeaus, ja. Das ist auch ja, schon okay. Stimmt, links, da kommst du zum Fluss. Stimmt, da hinten ist der D-Type, ne? Oh, das Ding, den Dings hier durch. Soll ich von hinten schieben, oder? Welche ist denn eigentlich die schwierigste Map? Flut, oder kann das sein? Ich bin also auch der Meinung, dass Flut mit einer der schwersten Karten ist. Die hab ich noch gar nicht getestet, die kenne ich noch gar nicht. Dann machen wir mal im Livestream. Übernächstes Wochenende, am 21. Hab ich Zeit. Aber bis sie durch ist, komplett. Ja, bis sie durch ist. Soll ich schieben oder nicht? Nö, nee, geht noch. Ah, gerade eben weggekommen, ne? Ich wollte schon schieben. Oh, jetzt hänge ich am Stein fest hier. Oh, drüber hobbeln, na jawohl. Hast du den Differential auch permanent an oder hast du das aus? Na klar, ich das permanent an. Handbremse auch, Winde auch. Alles an. Ja. Alles an hilft immer, weißt du doch. Wir haben Spin Tires damals, haben wir das gekauft. Da hatte ich bei eBay gerade so einen 50% Gutschein. Also quasi habe ich zwei Spiele zu einem Preis gekauft. Weil ich eine ganze Zeit lang nicht mehr bei eBay war und die haben gesagt, hey, wenn du mal wieder bei eBay kaufst, hier ist ein Gutschein. Soll ich jetzt anschubsen? Oder? Ah,
warte mal. Ne. Erschieb ich. Den Anhänger aufgebockt. Ja, komm hier aus den Scheißstangen nicht raus, die dir entdeckt. Deswegen komme ich nicht rum. So, jetzt. Ja, fehlt. Und daher haben wir beide nur für die Hälfte des Spiels. Ich glaube, wir haben 8 Euro pro Spiel bezahlt. Oh ja, nee, ich habe das irgendwie für 15 Euro oder so letztes Jahr gekauft, als es dann kurz kam. Ja, ist ja erst letztes Jahr rausgekommen, ist ja erst seit einem Jahr draußen das Spiel. Ja. Aber seitdem, was die da seitdem gepatcht haben, das ist echt unglaublich. Das ist Wahnsinn, ja. Auch an Sounds und sowas alles habe ich jetzt beim letzten Patch gemerkt, ja, bei 4 Achsen. Der Fahrer ist jetzt auch drin, also ich jetzt den Fahrer denken. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie ich hier reinfahre. Ich habe nur Gas gegeben. Ach, wir haben auch einen Tank da drin, ne? Ich hätte auch den Tank aufladen können. Ach, ich Trottel. Naja. Da so letzte ist das, Aufwände halt. Bei der Werkstatt bist, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, den letzten nee. Aufwände. Oh Gott. Ich schieb mal mit, ja. Schieb mich eher, bevor du schiebst, dann machst du eher noch deine Karre kaputt. Ich hab keinen Schaden. Ah komm, ich geh mal pinkeln. Mann. Ja. Jetzt denke ich, jetzt musst du ziehen. Jetzt muss ich ziehen? Jetzt musst du vorbei, ja. Soll ich vorbeiziehen? Ja, ich kränke fest. Hängst da hier in der Luft irgendwie so ein bisschen, ne? Oh, ein bisschen bewegt hat er sich gerade. Jetzt. Siehst du? Läuft bei dir. Man muss nur ein bisschen blöd schnacken oder so. Als Volldampf. 863. Wir haben noch nicht mal einen Kilometer in 20 Minuten hier geschafft. Naja, 17 Minuten. Wieso fahre ich eigentlich genau in deiner Spur, ey? Weiß ich, was du da treibst. Umschauen. Ja, beim vor dem Update hier konnte man an den hier noch den großen Auflieger dranhängen. Das war, was sag ich dir, mit dem kleinen. Ja. Aber ich glaube, das war der orangene Dreiachse, an dem man den ranhängen konnte. Ja, du kannst den Auflieger kannst du ja eigentlich an jeden LKW dranhängen, weil jeder LKW ja die Sattelkupplung hat. Ja, ja. Den größeren. Denn den anderen, den wir da haben, den jetzt nicht unbedingt. Ach, haben sie den Auflieger rausgenommen oder was? Nein, aber den wir jetzt hier haben, hier geht er zum Beispiel nicht, die kannst du zum Beispiel nicht mehr draufnehmen. Oder vielleicht haben sie noch rausgenommen, das weiß ich auch nicht, aber. Also Tankaufleger konnte ich hier drauf machen und Universalauflieger kann ich hier drauf machen. Vielleicht haben sie den Werkstattwagen auch rausgenommen, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber ist ja sparsam mit 4 Liter pro Minute, ne? Ja, im Gegensatz zu dem, wie heißt der Kran, der auf Vulkan standardmäßig dabei ist? Der Kran LKW mit wenn der 20 Liter pro Minute verbläst. Der E-Type ist das, glaube ich, ne? Also Typ E. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Nur der halt nur einen Kran hinten danach, der hat nichts. Standardmäßig diesen riesen Kran drauf hat mit den Stützen hinten noch. Ach so. Dieses Kastending da. Ja. So, jetzt guck ich mal gerade. Oh, wieder raus aus dem Matsch hier. Komm schon. Vorwärts. Wo häng ich denn hier jetzt fest, sag mal? Mal gucken, wo ich die. Vielleicht sehe ich irgendwo die Verdeckung. Weil, ne, da habe ich mich beim letzten Mal schon festgefahren. Und dafür müssen wir die anderen haben, für die Verdeckung. Aber irgendwo links vom Weg müsste, glaube ich, noch ein C-Type sein. Also ein Dreiachser. Dreiachser ist ja C-Type, B-Type ist, glaube ich, Zweiachser. Und A-Type. Einachser. Nein. Ein D-Type, Vierachser. Und der E-Type ist halt der. Echt jetzt? Kurz hochgehubbelt und auf einmal kommt der nicht mehr weiter. Geht nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Doch, geht. Alles gut. Alles wird gut. Man muss ihm nur zeigen, wo es lang geht. Ach, hier die Äste. Die Äste, die sind immer noch ziemlich sperrig, ne? Wenn du darüber willst. Das stimmt. Oh, hier ist schon wieder Äste. Oh nein, keine Äste.
Da bin ich eigentlich relativ gut rübergekommen, war die erste davon. Ja, ich auch. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Oh, hier ist schon wieder Matsch. Ja, hier vorne auch. Aber hier ist der Dach, hier vorne ist hier, der ist der C-Tab. Ja, ich habe von der Orange da, ja. Siehst du? Und der ist gut mit den Geländereifen. Damit kommst du gut vorwärts. Ja, wobei ich bin in der Nähe für die Langhauber, die haben da noch ein bisschen mehr Power. Wer? Da. Welche? Die Hauber. Die richtigen Matsch-LKWs. Achso, die Vierachser. Na, die Dreiachser als Hauber halt. Achso, ja, okay. Mhm. Deswegen, ich hätte jetzt hier drauf auf den einfach nur einen Anbauteil gemacht. Also ich werde jetzt gar kein Holz oder so, weil wir müssen ja eh noch auf die andere Seite. Ich hätte einfach nur ein Mehrzweckanbauteil für Reparatur und so weiter. Aber mit dem Orangen kommst du gut rüber. Also habe ich gute Erfahrungen gemacht. Durch den Fluss kommen. So. Jetzt fahren wir erstmal auf die Werkstatt, dann können wir den gleich freischalten. Ja. Oder wir fahren mit dem B, mir ist egal, entweder C oder B. Darfst du dir aussuchen. Ja, welches Fahrzeug wir in der nächsten Folge wählen, das seht ihr dann natürlich erst dann. Wir haben hier vorne jetzt quasi die Werkstatt gleich erreicht. Sehst du, dass wir die Werkstatt freigeschaltet kriegen. Und in der nächsten Folge versuchen wir mal über den Fluss rüberzukommen. Es gibt nur eine Stelle, es sind schon viele versunken. Und wir hoffen mal, dass wir das alles hinkriegen. Von daher schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Und denkt natürlich dran, Samstag Livestream. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas gerissen kriegen.